Und da sind wir schon mit dem letzten Spieltag, dem letzten Spiel des ersten Spieltages, so heißt es korrekt. Und wir erleben eine Turnierpremiere. Fortuna Düsseldorf zum allerersten Mal beim Trivial Cup dabei. Und jetzt nur im Rückstand. Na, gerade mal 30 Sekunden. Das ging schnell. Die Neuen leider nicht bei uns auf dem Spielberichtsbogen. Heinsprecher hat gerade das gleiche Problem. Es hat jemand getroffen. Da sind wir aber mal zu einem Einblick in den Hintergrund, so ein bisschen davon abhängig, was die Vereine eintragen. Die melden also Spieler und Nummern dazu. Und wie gesagt, in dem Spielberichtsbogen der Wolfsburger fehlt die Nummer 9. Denke aber, dass das bis zum zweiten Spiel nochmal nachgereicht wird. Also ganz früher Rückstand bei der Turnierpremiere für Fortuna Düsseldorf, die zum ersten Mal dabei sind. Und treffen jetzt zum ersten Mal in ihrer Turniergeschichte durch einen richtigen Brecher. Jubis Matiba Ticha. Gardemaß hat er für einen U16-Spieler. Also richtige Kante, eines der körperlich stärksten Spieler, die wir hier sicherlich bisher gesehen haben im Teilnehmerfeld. Also 1-1, vierter Beginn, zwei Tore gleich in den ersten zwei Minuten dieser Partie. So kann es gerne weitergehen. Und dann haben wir auch alle Spieler hier gesehen. Gleich dann das Finale des Azubi Cups. Ab dem Moment dann auch mit Begleitung hier am Kommentatorenplatz. Und dann starten wir gleich rein in den zweiten Spieltag. Dieser Vorrunde. Hier ist Duell Justin Francis. Das habe ich beim Trivial Cup auch noch nicht gesehen. Mit Brille auf dem Feld. Ungewöhnliches Bild. Auf dem Niveau. Ich kenne auch aus meiner Kindheit Edgar Davids, der auch immer dann aber mit Spezialbrille gespielt hat. Das sieht mir dann doch aus wie eine normale Sportbrille. Hier Martin Fu im Tor der Düsseldorfer am Ball gewesen. Da haben wir super eingefangen hier. Justin Francis. Hat auf jeden Fall den Durchblick. Fu und Francis im Aufbau. Guter erster Ball. Leicht den Lauf gespielt, gut zu mitnehmen. Und dadurch fast die Möglichkeit, der Pass von Niko Garic. Fand allerdings nicht sein Mitspieler. Trotzdem sowas richtig. Von hinten Tempo aufgenommen. Dann sauberer erster Ball, um die erste Linie zu überspielen. Und dann bekommen wir die Möglichkeiten, spielerisch Richtung Tor zu kommen. So, nächster Abschlussversuch der Wolfsburger. Finn Hinze. Da ist wieder Hinze. Schlussversuch. Fu hält. Und Düsseldorf macht früh Druck. Versucht wenig kontrollierten Aufbau zu bekommen. Immer wieder zu stören. Gut, der Ballgewinn jetzt. Erfolgreiches Duell. Also Düsseldorf gestaltet das gegen den Ball sehr aktiv, nicht so abwartend wie zum Beispiel eben die Schalker. So, Fu wieder am Ball.
Francis hier mit dem Schussversuch. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit, der Abschluss Außennetz. Guter Schussversuch von Era Isik. Hier Fehlpass von Isik. Und ein bisschen Platz. Handspiel. Nach der Reingabe von Wolfsburgs namenloser Nummer 9. Vielleicht ihr bester Spieler und es war kein Zufall, dass er auf der Liste fehlt. Da kann kein Scout den Jungen ansprechen. Also Düsseldorf momentan mit einer guten Zweikampfquote. Immer wieder dazwischen, sehr, sehr aktiv. Lassen Wolfsburg wenig Raum. Die Wolfsburger ja zusammen mit Werder Bremen und dem Hamburger SV hier in einer Liga. In der Regionalliga. Allerdings während Bremen und Hamburg weit oben mitspielen, die Wolfsburger nur auf Tabellenplatz 8. Sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Sind allerdings auch 21 Punkte in der Tabellenführer Kiel, die mit der U17. Spannend vielleicht noch für euch die Duelle gegen die Konkurrenten hier im Teilnehmerfeld. Gegen Werder Bremen spielten die Wölfe 0:0. Und gegen den Hamburger Sportverein setzt es eine 3:2 Niederlage in der U16 Regionalliga. Die Wölfe da insgesamt sehr heimstark. Platz 4 in der Heimtabelle und dann das große Problem der Auswärtsspiele. Sie sind von 14 Mannschaften in der Auswärtstabelle auf Platz 12 geführt. Also die Wölfe haben hier in der Regionalliga ein kleines Auswärtsproblem. Hier nochmal die gute Möglichkeit, dann stark vereitelt. Von Finn Schönmottel hier am Ball. Viele intensive Packenduelle, jetzt die große Möglichkeit zum 2:1 und die ist genutzt durch Matthew Meyer, der den Ball schön mitnimmt. Oder Sean Busch. Also, wir nähern uns langsam dem Geheimnis der Nummer 9 an. Denn die Wölfe haben zweimal die Nummer 14 angegeben. Also, wir haben Matthew Meyer zur Auswahl und Sean Busch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden die Tore gemacht haben, ist relativ groß. Also, eins Busch und eins Meyer. Sucht euch aus. Vielleicht sind ja auch ein paar Wolfsburg-Zuschauer dabei, wer ist. So, jetzt die Möglichkeit für Fortuna Düsseldorf. Packendes Duell, an der Bande festgehalten, deswegen Freistoß für die Wölfe. Also wie gesagt, ich denke zum zweiten Spiel wird das korrigiert sein. So, starker Aufbau jetzt von den Wölfen. Passtempo erhöht. Dadurch gleich zielstrebiger Richtung Tor gekommen. Und jetzt ist der Treffer da. Durch Wolfsburg Nummer 6. Felix Finn Lange. Die Hereingabe genutzt. Eingeschoben. 3:1 Wolfsburg. 2 Minuten vor dem Ende.
Also Düsseldorf konnte so die Intensität seines Spiels gar nicht 12 Minuten aufrechterhalten. Anfangsphase, wie gesagt, sehr konsequent. Hier haben wir nochmal den Treffer nach der Reingabe und dann reingeschoben aus kurzer Distanz. Zur vermeintlichen Vorentscheidung. Schöne Ballbehandlung hier von Yannick Wolter mit der Nummer 10. Da haben wir wieder Finn Hinze. Oh, puh, mit dem weiten Abwurf. Klasse über die Bande gemacht, Abschussversuch. Nachschuss kommt nicht an bei Eray Isik. Also letzte Minute beim letzten Spiel hier am ersten Spieltag. Den Abpraller nochmal genutzt. Eray Isik macht es nochmal spannend, macht die Tür nochmal auf. Also 51 Sekunden, Uhr natürlich angehalten. Wir haben in der letzten Minute immer Netto-Spielzeit. Das heißt, sobald der Ball im Aus ist, hier der Treffer. Schussversuch, nur nach vorne abklatschen können und dann ist es Isik, der trifft. Also sobald der Ball im Aus ist, sobald es einen Freistoß gibt, Uhr angehalten, bis das Spiel weiterläuft. Kommt Düsseldorf noch zum Ausgleich. Kommen sie zum 3-3. Es ist nochmal Musik drin in dieser Partie. Oh, was für ein Fehler. 20 auf der Uhr. Niko Garic gefoult. Uhr angehalten. 16 Sekunden. Spiel läuft. Die brauchen den Abschluss. Abpraller. Kommt er nochmal ran? Nein. Er kam nicht weit genug ins Feld zurück dabei. Nach der Parade von Finn Schönmottel. Das dürfte es gewesen sein. Wolfsburg gewinnt zum Ende raus knapp, aber verdient mit 3:2 gegen Düsseldorf. Jetzt gleich geht's weiter mit dem Azubi Cup. Bis gleich.